Ja, hallöchen, ihr lieben Leute von heute und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Medieval Dynasty. Yes, ja. Also, es ist ja leider Gottes passiert. Also, ich habe eine Folge aufgenommen gehabt. Und ich hatte eine Folge aufgenommen gehabt und leider Gottes stürzte dann Tierhaltung, genau. Ja, Tierhaltung. Du kannst in deiner Siedlung verschiedene Arten von Vieh züchten. Jede Tierart benötigt ein anderes Gebäude als Stall, in dem sie untergebracht werden kann. Hühner, Gänse, Schweine, Ziegen, Schafe, Kühe, Pferde und Esel können in verschiedenen Dörfern des Tals gekauft werden. Das ist schön. Ja, mein Computer ist ja abgestürzt und somit muss ich jetzt die Folge noch einmal aufnehmen und ich war gerade am Düngen. Es ist einfach ein Krampf, Leute. Ja, es muss ich halt pflügen, keine Ahnung was, wo habe ich denn da eigentlich, da habe ich meine Holzhacke, genau, und da tue ich jetzt einmal pflügen. Ja, mal ein bisschen anbauen, denn so soll es sein, ihr lieben Leute von heute, ungepflügt, wir pflügen da mal das Feld und dann bauen wir an. Keine Ahnung, was wir anbauen können, ich glaube Karotten. Tatsächlich glaube ich, dass man im Winter die Karotten säen kann. Ja, man kann sie säen, wenn man Augen hat. Leute. Ah, ungedüngt. Okay. Da muss ich den Dünger rausnehmen. Da habe ich vergessen. Ja. So, Holzhacke. Jetzt kann ich. Leute, die vergisst da alles. Gibt's ja nicht. Ungepflügt, ja. Also, in welcher Reihenfolge man das macht, das Pflügen und Düngen, das ist egal. Das finde ich ja cool. Ja, genau. Und jetzt habe ich keine mehr. Jetzt muss ich mal wieder eine herstellen. Stöcke brauche ich dafür, Leute. Dann hole ich mal Stöcke. Sie hat da sicher einige drin. Steinaxt, Brennholz. Steinaxt hat sie nur noch zwei drinnen. Könnte ich eigentlich Steinäxte auch herbauen? Nö. Da brauche ich Stöcke. Also ich brauche sowieso Stöcke, Leute. Nein! Ich brauche Stöcke. Ach du Schach, du Ahnde, ihr Lieben. Jetzt muss ich das Stöcke... Stöcke sammeln. Da liegen genügend am Boden. Da liegen genügend Stöcke am Boden, Leute. Also, das Spiel ist so richtig mega. Mir gefällt's irrsinnig gut. Es ist aber nicht ohne, also man muss da schon wirklich wissen, wie es geht, wie was funktioniert. Es ist einfach so, mir ist kalt, Leute. Da Stöcke aufsammeln, Steine aufsammeln, alles aufsammeln, was geht. So, Stöcke. Jetzt könnte ich mir dann so eine Holzhacke herstellen. Die brauche ich. Yes! Die Produktion läuft, ihr Lieben. So, und da tun wir weiter pflügen. So, das kann ich eigentlich anbauen. Unbesät. So. Dann nehme ich mal mein Säckchen. Samen auswählen. Feld. Was nehme ich? Dünger. Ich könnte Karotten samen. Ich könnte Karotten anbauen. Der Rest kann in dieser Jahreszeit nicht gepflanzt werden. Also doch Karotten samen. 15 Stück. Okay, dann, ja. Dann ist es halt so.
Kohl habe ich keine. Habe ich keine Kohlsaat? Ach so. Ha! Kann ich. Kohl kann ich in dieser Jahreszeit nicht gesät werden, okay? So, ich habe noch 9 Stück. Karotten. Landwirtschaft ist fein. Und ich habe schon wieder Durst. Das ist weniger fein. Ja, das ist tatsächlich jetzt die letzte Folge in dieser Session. Tatsächlich. Aber macht ja nichts, es geht sowieso in der nächsten Folge weiter in einer neuen Session. Passt. So, ihr Lieben, jetzt habe ich nichts mehr. Gut. Jetzt habe ich Karotten gesät. Jetzt habe ich Karotten gesät, Leute. Der Winter, der ist schön. Was brauche ich eigentlich für diese Dünger eigentlich? Dünger. Dung. Zweimal Dung. Verdorbenes. Stroh und Ton. Tonbewurf. Schema. Könnte ich. Nö, will ich nicht. Da haben wir auch nichts drin. Die Kiste ist leer. Ja, keine Ahnung. Ja, läuft alles oder ist irgendwas nicht okay? So, Steinspitzhacken brauche ich. 3 Steinspitzhacken. Lege ich hier in die Kiste rein. Da muss es nämlich rein, Leute. Das habe ich nie gewusst. 25 Folgen lang nicht. Aber mittlerweile, Gott sei Dank. Man verbessert sich ja auch. Das ist ja schön. Steinaxt, genau. Dann haben wir Steinäxte auf jeden Fall einmal da drin. Wasser, wie schaut es mit der Wasserproduktion aus? Eimer mit Wasser. Dankeschön. Also, wartet mal kurz. Ist das jetzt? Wen gehört das zu Hause eigentlich? Damroka. Da müsste normalerweise Wasser, Kohl, Karotten, Johanniskraut, Fleisch, Eimer mit Wasser. Geht das jetzt? Ja, das geht weg. Super. Sollte ihr Eimer reingeben, damit sie Wasser schöpfen kann? Weil es kann sein, dass sie jetzt da nichts mehr machen kann, oder? Wo nimmt sie die Eimer her? Schauen wir mal, ob sie eigentlich, ob das passt, was sie macht. In Arbeit. Eimer mit Wasser, okay. Trinkschlauch mit Wasser ist... Okay. Ist in Arbeit noch immer, passt. Was haben wir da eigentlich? Nö. Wasserträger, Holzfäller, Damroka und Handwerker. Jagd, ja, Landwirtschaft habe ich nicht. Was ist Landwirtschaft? Scheune. Was braucht die Scheune eigentlich? Okay, Scheunenarbeiter. Mhm. Produktion, Küche und Werkstatt. Werkstatt läuft ja, ne? Da im Milobad. So, schauen wir ihre Stimmung an. 4%. Wie ist seine Stimmung? 4%. Servus. Sehr gut, ihr Lieben. Dann würde ich einmal sagen, es wird bald wieder finster. Das sind aber auch nicht nachgewachsen, die komischen Dinger da. Schauen wir mal noch einmal kurz in die Ding da rein. In die Kiste.
Holzstamm 34, 3 Eimer. Brennholz. 16 Stück. Trinkschlauch hätten wir da, aber der ist schon ver... Ich weiß nicht. Ein Werkzeug wird am Schneidertisch in der Näherei hergestellt. Er kann zum Schöpfen von Wasser aus Seen, Flüssen und Brunnen verwendet werden. Trinkschlauch, okay, aber... Eimer mit Wasser. Brennholz haben wir 16. Steinaxt, eine. Einfache Fackel haben wir auch eine, okay. Okidoki. Läuft ja. Ja, die Produktion läuft, Leute. Ist das fein. Das ist schön. Wunderbar. Ja, die Jagdhütte. Ich weiß nicht, ob ich die nicht momentan noch wegreißen soll. Ich glaube aber nicht, weil der nächste wird nämlich sicher ein Jäger werden. Ich gehe mal Wasser trinken. Ich habe da ja mein Vorkommen hier im See. Trinken wir mal Wasser, es wird schon wieder dunkel. So, dann essen wir mal ein bisschen Fleisch. Gebratenes Fleisch 50%, damit ich das zuerst loswerde. Gut. Ja, was soll ich jetzt eigentlich machen, Leute? Ich brauche auf jeden Fall noch einen Mitarbeiter, und zwar einen Jäger. Was soll ich aber... Das muss, da muss ich mich auch noch über Google erkundigen. Wie das jetzt ausschaut mit Jägerhütte, was der eigentlich standardmäßig drin braucht. Einen Bogen. Ich schätze mal Bogen oder sowas. Oder er braucht einfach nur, das wäre ja super, so ein Speer. Ne? Das wäre ja auch cool. Also wenn er nur das brauchen würde. Steine sammeln. Schauen wir mal, wer sich im Lager befindet. Eh noch die gleichen wahrscheinlich. Da haben so viele Leute Questen für mich. Nö, will ich nicht. Ich will das jetzt nicht. Ja, momentan passt eigentlich alles. So, da sitzen weitere Leute, da haben wir die Kinga, Bronislava Kinga, servus! Romantik! Tut mir leid, ich bin verheiratet, aber ich habe gehört, dass die Reisenden am Lagerfeuer oft noch zu haben sind. Du bist goodbye, ein Lagerfeuer-Ding! Ja, süß, ich bin jetzt so jung. Servus! Lavoziec! Hallo! Servus! See you around! Nö, ich will nichts. Wir wollten nur schauen, ob da eine Dame, mit der er flirten kann, beim Lagerfeuer sitzt. Keine Ahnung, in der nächsten Session werden wir uns dann um Unigos Geschichte 4 kümmern. Kümmere dich um diese Kuh-Angelegenheit. Ja, so ist das. Ich könnte eigentlich schon schlafen. Ich meine, es ist noch nicht dunkel, aber irgendwie wird es langsam düstrig. Dieser Winter. Ich mag den irgendwie bei den Spielen nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, ich mag allgemein den Winter nicht. Ich bin eher der Frühlingstyp. Steine, Steine, Steine. Überleben, neues Level. Ah ja, ich kann es killen. Leute! Fertigkeiten. Was haben wir da? Überlebensding. Starke Leber. Giftresistenz. Da haben wir stark 20% mehr Gesundheit. Dann haben wir da Produktion 2. Oh. 15% Erfahrungspunkte bei der Nutzung der Arbeitsplätze in der Werkstatt und der Schmiede. Nehmen wir mal. Nähwissen, Erfahrungspunkte in der Näherei, Arbeitsplätze, Kochwissen, Handwerker, verputzte Wände, um den Verbrauch von Brennmaterialien zu senken. Baumeister, langsamer Haltbarkeitsverlust bei Hämmern. 10% schnelleres Handwerken in der Werkstatt und in der Schmiede. Das können wir auch nehmen. Passt, oder? Technology! Das ist cool. Grabungsschuppen! Achso. Hä? Hühnerstall. Ha, schaut einmal.
Tierfutter könnte ich erworben. Tierfutter habe ich jetzt gekauft. Cool. Also ich könnte einen Hühnerstall machen. Habe ich sogar Tierfutter schon. Haferbrei, Kohlsuppe, Eintopf erworben. Schmiede, Werkstatt, Eimer, hölzerne Fiole, Holzlöffel, kleiner Weidenkorb, Holzschale, Holzbecher, Holzteller, Schöpfkelle. Ja, dafür habe ich jetzt nichts mehr. So, da haben wir einen Hasen drin. Na bitte. Da haben wir einen Hasen drin. So, Kaninchenfalle wieder. Muss ich mir wieder eine Kaninchenfalle herstellen? Stöcke brauche ich. Gibt es da drin irgendwo Stöcke? Ah, die haben aufgehört zu arbeiten, logisch. Ja, habt ihr Feierabend? Ein schönes Feierabendbier. Stöcke habe ich da? Nö. Brennholz haben wir da drin. Na? Ich muss Stöcke sammeln, Leute. Die habe ich aber da. Oh, nö, da drüben ist das Lager. Leute. Da kann ich auch Stöcke sammeln. Da drin hat sie ja Stöcke gemacht, oder? Habe ich das nicht auf Priorität gesetzt? Eimer, drei Steinaxt. Nö, haben wir gar nichts. Einfache Fackel, Holzstamm, Steinaxt, Trinkschlauch, einfache Fackel, Eimer 3, Brennholz 16, Holzstamm 35. Ah, wurscht. Man muss sich halt Stöcke sammeln, Leute. Es ist aber schon dunkel und somit gehe ich schlafen. Ja, habt ihr Feierabend? Na, das ist ja toll. So, wartet mal, könnte ich eigentlich Gebäude bauen? Nö. Ah, Gebäudegrenze. Wie kann ich das machen, dass ich die Gebäudegrenze erweitere? Da habe ich keine Ahnung, Leute, ehrlich. So, schlafen. Bis zum nächsten Tag. Und gute Nacht. Jo, dann braten wir mal wieder ein bisschen Fleisch. Machen wir gleich 36 Stück. So soll es sein. Einen Jäger brauche ich. Das ist einmal wichtig. Jäger. Da muss ich mich mal erkundigen. Oh, wie das funktioniert mit dem Jäger. Ja, also wie schon erwähnt, ist das die letzte Folge in dieser Session. Danach geht es halt in einer neuen Session, in einer neuen Folge weiter. Ja, ich erwähne es auch immer wieder dazu, aber ist eh egal. Ja, kriegst du eh nichts mit davon. Oder vielleicht kann es sein, dass ich nicht rechtzeitig nach Let's Playen kann, dass vielleicht 4, 5 oder 6 Tage länger Pause ist. Kann alles passieren bei mir. Ist so. Ich habe keine fixen Sendezeiten, das habe ich nicht. Warum auch? Bei eigentlich recht wenig Aufrufen ist das nicht so, dass ich das brauche. Jo. Also mal 36 Fleisch herstellen. Dann habe ich wieder ordentlich Futter, so soll es sein. Und schauen mal, wer am wenigsten Futter hat, dann... Oh, Futter, ich sage immer Futter. Futter, Futter tun Tiere. Leute, Menschen tun Essen. Das ist ein Wahnsinn. Dass ich mal ein bisschen Nahrung verteile. Derweil momentan schreit niemand. Drei... Ich habe 3 Arbeiter. Holzfällerin, Handwerkerin und Wasserträgerin, ne? Ja, so ist es. Die Folge ist eh gleich wieder vorbei. Von dem her, jo, braten wir noch dieses Fleisch. Essen brauche ich momentan eh nichts. Sammle ich noch Stöcke, weil Stöcke brauche ich ja. Für was brauche ich Stöcke schnell? Wüsste ich jetzt. Wartet mal, ist ja wurscht jetzt, keine Ahnung. Für was ich jetzt. Achso, ja, für Kaninchenfalle, genau. Für eine Kaninchenfalle, Leute. So, fertig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was haben wir da drin eigentlich in meiner Truhe? Brennholz und Feder. Ja, kann man lassen. Ich habe fast nichts drin.
Guten Morgen, arbeitet ihr wieder fleißig? Nö, yes. Was soll das? Warum arbeitet niemand? Hast du alles drin? Steinäxte sind da drin. Schauen wir mal. Wo ist denn da die Anschlagtafel? Holzschuppen passt ja. Jagd, ja gut, Produktion. Lager. Materiallager ist noch gut benannt. Gewinnung. Brunnen und Holzschuppen. Wasserträger, ein Gebäude, Rohstoffe, die beschäftigen aber dann liefern Wasser, okay. Jo, normalerweise. Achso, nö, Brunnen. In Arbeit, okay. Da macht sie kurz Pause. Komm, was ist? Seid nicht faul. Geht, gehen schon arbeiten. Leute, die gehen arbeiten. An die Arbeitsdamen. Entschuldigung, aber ich bin ein strenger Chef. Nö, bin ich nicht. Na, rast es euch ein bisschen aus. Kein Stress, ja? Ich bin eh ein ganz lieber Chef, Leute. Naja, ich werde mich demnächst einmal darum kümmern, dass ich mal irgendwie mein Material, mein Häuschen-Inventar erweitere. Also, das ist ja... Schaut mal, weil ich kann keine Gebäude bauen. Schaut mal, Gebäudegrenze überschritten. Einfaches Haus 2, kleines Haus bin ich drin, 2, ja keine Ahnung. Genau, da steht ja drinnen, wer drin wohnt. Wartet mal ganz kurz, schaut mal. Milobad und Dobrochna sind da drin. Ja, sehr gut. Und wer ist da drüben drin? Anschlagtafel, da ist die Dame Roka drin. Sie könnte auch noch einen Bewohner gebrauchen. Passt. Sehr gut. Ja, Stöcke muss ich sammeln, das ist wichtig. Stein, Stöcke, alles was da herumliegt. Jo. Dann werden wir da mal ein bisschen Zweige sammeln. Muss sein. Schau ein bisschen sammeln, Leute. So, jetzt wird wieder gearbeitet fleißig, oder? Ja, natürlich. Das finde ich super. Das finde ich cool. Hast du noch alles, was du brauchst? Stock. Gebe ich da mal rein. Ich habe ein paar gesammelt. Ich habe Stöcke gesammelt, Leute. Die gebe ich ihm jetzt da mal rein. Stroh hat er 114, Bretter 9. Okay. Brennholz. Ah, ich muss sie mehr auf Brennholz geben. Brennholz haben wir... Ich werde da ein bisschen runtergehen. Machen wir 60-40. Und der Rest ist passiert. So. Ist so. Gut, ihr Lieben, die Folge ist vorbei, die Session ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sei auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es weitergeht mit Medieval Dynasty. Also, bis dahin, macht es gut bei allem, was ihr tut. Game over und ciao.